Hallo und willkommen zu Lone Star. Wir spielen Unity of Command 2. Wir sind beim DLC Desert Rats und bei der Mission Canvas. 24. Januar 1941. Die britischen Kräfte in Ostafrika waren gänzlich unvorbereitet, als Italien im Sommer 1940 den Krieg erklärte. Diesen Umstand nutzten die Italiener, stießen nach Kenia vor und trafen auf wenig Widerstand. Nur ihre schwache Logistik begrenzte den Vorstoß. Monate später führten die britischen Kolonialkräfte erfolgreich einen Überfall auf den italienischen Grenzposten bei El Wak aus. Diese Machtdemonstration verunsicherte den Duca de Aosta so sehr, dass er seine Ziele aufgab und den Rückzug ins italienische Somaliland und nach Abessinien befahl. General Cunninghams East African Force sollte ihm bald folgen. Szenario starten. Wir haben 110 Prestige. Canvas. Middle East Command Meldung. Nach Monaten kleinerer Überfälle und Scharmützel haben wir endlich genügend Truppen zusammengezogen, um das italienische Somaliland und das südliche Abessinien anzugreifen. Deine Hauptstreitmacht ist im Osten konzentriert und sollte nach Jubaland vorstoßen, den Hafen von Kismayo einnehmen und dann den Fluss Juba überqueren. Erwäge danach einen Angriff deiner mobilen Truppen auf Mogadischu. Es weist einiges darauf hin, dass es nicht verteidigt wird. Im Westen sind deine Kräfte dünner. Der Frontlinienverlauf hier ist wechselhaft. Allen Berichten zufolge sind die italienischen Kräfte schwach und wenig mobil. Beachte, dass die feindlichen Merill-Stämme westlich des Turkana-Sees deinen Vorstoß auf Kalam behindern könnten. Wir sind in der Aufmarschphase. Schauen wir uns erstmal die Karte an. Zoomen wir mal ein bisschen raus, damit man das besser sehen kann. Also, das ist unser Gebiet. Unsere Ziele. Gilib, Runde 8. Moyale, Runde 10. Zusatzziele. Kismayo, Runde 6 und halten. Mega. Runde 8 erobern. Mogadischu. Erobern bis Runde 10 und halten. Grenzbrunnen. Runde 3. Afmadu, Runde 5. Kalam, Runde 8. Ja, ich würde einfach schauen, dass wir gucken, was wir erreichen können. Ich würde schauen, dass wir gucken. Naja, ich glaube, wir versuchen einfach mal, was geht. Rest ist okay. Was haben wir denn zu erwarten? In der Runde 2. Na, wo kommen sie denn? Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah, hier. Da kommt motorisierte Kolonialtruppen. Unser Hauptquartier ist hier. Ja, unser Weg ist erstmal hier die Straße nach Afmadu entlang und dann Richtung Geleb. Da müssen wir irgendwie schauen, dass wir hier rüberkommen. Und ich schätze mal, dass wir hier den Weg im Süden nehmen. Sobald wir Afmadu genommen haben, dass wir hier im Süden Kismayo und dann vom Süden her angreifen. Weil hier ist ein großer Fluss wieder. Das wird wieder schwierig werden. Und dann schauen, dass wir vielleicht noch nach Mogadischu kommen. Das ist aber nicht das Wichtigste. Ja, wie sieht es hier hinten aus? Die sind natürlich nicht in der Reichweite vom Hauptquartier. Wo können wir Versorgung aufbauen? Wir könnten da eine hinsetzen. Den bauen wir ab. Ich hoffe, der ist genauso effektiv, wenn wir den da hinsetzen. Den lassen wir da. Ja, ich würde sagen, hier haben wir britische Kolonialtruppen.
Die lassen wir einfach hier rüberlaufen. Guck mal, dass wir hier hochkommen. Hier können wir noch eine Versorgung bekommen. Das wäre ein Ziel. Und mit dem 2 würde ich sagen, rennen wir Richtung Grenzbrunnen. Und mit denen haben wir schon gesagt, wo wir hinwollen. Gibt's noch Truppen? Wir können noch Infanterie. Gehen wir dem 25. Also für 25 Prestige haben wir denen jetzt nochmal eine Einheit gegeben. Eine Komponente hier. So. Die haben Artillerie. Die haben auch so einen Panzer, Vickers Panzer dabei. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so, oder? So, ein letzter Blick auf die Versorgung. Da machen wir erstmal nichts, aber ich glaube, wir können hier schon mal eine Erweiterung reinsetzen. Dann lassen wir das mal und fangen an. Okay. Dann geht's hier auch gleich los. Wir haben noch für die zweite Runde hätten wir noch Landungsfeuer. Ich weiß aber gar nicht, ob wir bis dahin da irgendwo hinkommen. Nehmen wir erstmal die. Okay. Können wir die weiter vorziehen? Nein. Wir können aber die versetzen. Dann Richtung Grenzbrunnen wollen wir. Den brauchen wir noch für die hier. Ich glaube, dann haben wir alle schon bewegt. Kann das sein? Ja, das müsste eigentlich gewesen sein. In Runde 2 können wir, glaube ich, erst den Nachschub hier nehmen, ja. Versorgung ist jetzt also schon schlecht. Naja, den einen könnte man nochmal versorgen, aber wie sieht das aus? Da wären beide drin. Dann bauen wir den gleich ab. Dann nehmen wir jetzt in Kauf, dass die nächste Runde nicht versorgt werden, aber die bekommen dann hier Anschluss, dann können wir eine neue Versorgung aufbauen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das ist noch ein Flughafen. So. Dann Italien. Luftangriffe können wir nicht verwenden und Nachschub brauchen wir auch keinen setzen. Landungsfeuer geht auch nicht. Hat's Hauptquartier verzogen. So, der wurde nicht versorgt. Der hat Truppen gefunden, 1 zu 2 von hier, da, von da sind es 0 zu 2. Ein Belfort. Tja, ja, ja, jetzt... Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir motorisieren alle Truppen. Nehmen uns die Karte. Ah. Dann müssen wir das hier erstmal aufbauen. Dann bauen wir hier eine Versorgung.
Weil ich gar nicht weiß, ob sich das irgendwie lohnt. Kalam müssten wir einnehmen. Ich glaube, mit denen gehen wir jetzt einfach Richtung Mega. Ja, und wir müssen natürlich auch hier irgendwie hinkommen. So. Dann nehmen wir mal einen Aufklärer. Okay, das sind also Truppen drin. 1 zu 2, 1 zu 1. Die sind in der Stadt, die will ich jetzt nicht unbedingt bombardieren. Da greifen wir an. Haben sich nicht zurückgezogen. Schlecht. Hier gehen wir mal mit dem Flieger drauf. Wurden vernichtet. Sehr gut. Waren 1 zu 1. Boah, wir haben bei beiden noch Zeit. Wir nehmen mal lieber den. African Marmon Hammington hinzugefügt. Was ist das jetzt? Ein Aufklärer. Den können wir also irgendjemandem zuweisen. Schauen wir mal, wie weit kommen die denn? Die sind dann... Wie sieht es mit der Versorgung aus? Da unten ist nichts versorgt. Fahren wir da mal oben lang. Da warten wir noch mit dem Zuweisen. Vielleicht können wir dem Ding geben. Gut. Bauen wir hier mal eine Versorgung auf. Ja. Die haben ja irgendwie verloren, wie es aussieht. Tja, dann geht's weiter. Oh, die wurden alle nicht versorgt. Das ist schlecht. Wir bräuchten jetzt den Ort dringend. Der kommt aber nicht hin. Können wir die versorgen? Ja, dann hätten wir ein 1 zu 1. Den können wir nicht versorgen. Den können wir versorgen. Greifen wir hier mal an. Dann nimmt der die jetzt ein und wird gleich mitversorgt. Okay, da können wir das Landungsfeuer einsetzen. Wurden vernichtet, sehr gut. Ja, ich frage mich gerade, ob ich mit denen jetzt irgendwie mal da hochgehen sollte. Oder mit denen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal bis hier vor. Wie sieht es denn hier mit der Versorgung aus? Wir haben dann gleich einen Hafen. Der ist auch nicht mehr versorgt. Naja,
Okay, da sehen wir jetzt keinen mehr. Dann geht's bei denen weiter. Haben eine Einheit entdeckt. Ah, der ist nicht mehr versorgt. Jetzt weiß ich gar nicht, was besser ist. Der oder der? Nein, brauchen wir den da oben. Es könnte halt sein, dass hier oben noch mal einer langläuft. Boah, da sind gleich zweimal Truppen. Dann läuft der mal Richtung Norden. Ups, falsche Taste. Die sind dann immer noch versorgt. Ach, die haben hier eine Versorgung hier. Eins zu eins. Schauen wir mal, was sie machen. Den Ort brauche ich ja nicht. Frage wäre nur wegen der Versorgung, ob wir uns den deswegen holen. Ja, dann haben wir jetzt hier aber noch ein Ziel, was wir sehen. Für unsere Flieger. Oh, dann müssen wir doch angreifen. Vernichtet. Sehr gut. Da kommt noch mal eine Truppe. Der war jetzt nicht in der Versorgung drin. Machen wir hier ein bisschen Sorgen, aber mega. Sollten wir auch irgendwie angreifen. Wie werden die denn versorgt? Ah, von da hinten müssten wir sie abschneiden. Da sind Truppen. Eins zu eins. Ach, hier sollten wir die Versorgung herstellen. Dann, dass die von da unten versorgt werden. Ah ja, nicht gut jetzt. Und ich habe nur einen Flieger. Lassen wir die erstmal. Dann haben wir noch einmal Landungsfeuer. Sehr gut. 1 zu 2, 1 zu 1. Wie machen wir das mit der Versorgung? Versorgen wir mal den. Ist immer noch 1 zu 1. Ach, jetzt geht's gar nicht mehr. Ich habe nicht genügend Punkte, habe ich nicht aufgepasst. Dann haben wir die vernichtet. Ach ja. Wir hätten vorher abbauen sollen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Anreiz hat, hier nochmal rauszugehen. Da sind auch welche. Ich glaube, da muss ich doch erstmal hier bleiben, wenn es so viele sind. Ziehen wir die da runter. Bauen wir auch ab. So, was machen wir jetzt?
Dann mal minus 2, sind keine guten Aussichten. Plus 1 jeweils. Der war sehr gut. Zu 1. Wollen wir das jetzt machen? Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Oder Kalam, bis wann bräuchte ich das? Runde 8. Es hat alles Zeit. Ah, der wurde nicht versorgt. So, wir sollten erstmal, glaube ich, die Verbindung hier wieder herstellen. Da müsste ich aber echt da extra nochmal zurücklaufen. Das ist ja doof. Das hilft nichts. Ich muss die Verbindung herstellen. Jetzt ist hier versorgt. Dann setzen wir hier mal 2 rein. Die bauen wir ab. Moyale ist halt noch ein Ziel. Müssen wir aber erstmal hier unten rum. So. Hauptquartier, was können wir tun? Haben wir einen versorgt? Dann ziehen wir den mal um 1 rum. Oh, da müssen wir natürlich aufpassen. Ah, Moment. Ist der jetzt in der Versorgung? Ja. Potenziell, sagen wir mal, ist er in der Versorgung drin. So, wie sieht's jetzt da drüben aus? Gucken wir erstmal hier. Den versorgen wir. Kalam. Spezialisieren, verschanzen. Wäre kostenlos oder 7 Befehlspunkte? Ich glaube, wir nehmen mal die Befehlspunkte. So, ich glaube, um den machen wir uns nicht mehr so viel Sorgen. Dann nehmen wir das nächste Mal den Punkt ein, dann ist der auch wieder versorgt. Den können wir abbauen. Müssen wir dann schauen, wo wir den wieder aufbauen. Ja, das Schwierigste ist halt die Versorgung hier. Ach Mist, ich habe da unten nichts getan. Naja. Aber ich hatte eigentlich auch wenig Möglichkeiten. Gut, dann schauen wir, dass wir hier weiterkommen.
2 Runden ohne Nachschub. Bauen wir hier mal einen Nachschub auf. Greifen den an. Dann können wir hier eigentlich auch wieder gehen. Oder wir könnten schauen, dass wir darüber kommen. Also. Das könnten wir machen. Wir brauchen ja eigentlich Geleb. Aber den dürfen wir da auch nicht vergessen hier. Halt, Moment. Wenn wir den jetzt hier abschneiden, dann muss er raus. Das Hauptquartier können wir nicht nehmen. Irgendeine Aktion muss dann kommen. Gut. Hauptquartier, können wir da noch was machen? Nee. Ah, also jetzt können wir den Flieger entweder auf den einen werfen oder hier den nehmen. Minus 3. Boah. Ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt gegen den da zu kämpfen. Ich glaube, das mit dem Mega, das wird nichts. Wir sollten echt schauen, dass wir Moyale nehmen. Der soll sich hier rausbewegen, wenn er was von uns will. Dann versuchen wir es doch hier unten mit dem Flieger. Das war nicht schlecht. Das ist ein Haufen unterdrückt. Die bekommt er jetzt auch nicht zurück, es sei denn, er stellt jetzt hier die Verbindung irgendwie wieder her. Den kann ich jetzt leider nicht kaputt machen. Ja, gut. Hat nichts gemacht. Dann zerstören wir die erstmal. Nehmen die gefangen. Und die gehen mal hier. Die sind gerade versorgt. Ja. Dann fahren die mal die Küste hoch hier. Wieso hat er den Ort ausgelassen? Ah. Naja. Bauen wir den ab. Vielleicht läuft er jetzt hier auch raus. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube, die sind zu spät. Also ich glaube, das bringt nichts, wenn wir mit denen noch hinterherlaufen. So, der hat den Ort nicht eingenommen.
Ja, ganz gut. 0 zu 2, das machen wir schon mal. Die sind noch 3 Runden im Spiel, sieht man hier 3 plus, mehr als 3. Die nur noch eine und die auch noch eine, dann nehmen wir den. Caleb. Na, uns fehlt jetzt wieder ein bisschen Versorgung. Macht das eigentlich noch irgendwas? Ja. Den bauen wir aber in der nächsten Runde einfach ab. Ah, den Ort hätte ich mit Nein nehmen sollen. Wo kann ich denn hier Versorgung machen? Das bringt wenig. Ah, Moment. Ich wollte eigentlich hier runter. So. Dann können die vielleicht noch die Gefangenen machen, bekommen sie noch ein paar Punkte. So, gehen wir mal Richtung Hauptquartier. Die sind jetzt abgeschnitten. Runde 8. Wir hätten noch 2 Runden. Dann warten wir doch da noch ein bisschen. Oh, ob die mir jetzt da verhungern auf dem Weg dahin. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es jetzt schlecht war für die da hinten. Der steht aber eigentlich noch auf dem Versorgungsfeld. Deswegen lasse ich den noch. Jetzt haben wir noch einen Flieger. Was machen wir mit dem? Eine Runde. Wenn ich ihn dahinter ziehe, ist er 2 Runden nicht versorgt. Kann ich den jetzt versorgen? Ja, das geht noch. Na, zum Glück. So, dann greifen wir mal mit dem Flieger den hier an, oder? Leider nichts gebracht. Der baut Versorgung dort auf. Baut sie dort ab. Mogadischu. Und wieder zurück. Der kommt da noch nicht hin. Seit 3 Runden nicht versorgt. Das ist gut. Der wurde auch nicht versorgt. Okay. Der konnte sich damit retten. Aber irgendwie geht es hier nicht richtig weiter. Naja, läuft er wieder zurück. Bringt irgendwie auch nichts. Gut. Erhöhen wir den mal um einen. Moyale. So. Halt nochmal den Punkt.
Da hinten müssen wir schauen, dass wir zurückkommen. Ja. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus jetzt. Ja, das ist schief gegangen. Aber wir haben damit alles. Damit wird es dann auch gleich zu Ende sein. Ziele rechtzeitig erobert, 222 Punkte, Nachschub plus 10%. Gefallene Feinde, 13 Einheiten. Gefangene, 9. 7% Verluste bei den Briten. 6% südafrikanische. 6% Spezialisten und 6% insgesamt bei der Infanterie. Glückwunsch! Damit ist dieser Kriegsschauplatz erstmal beendet. Als nächstes geht es dann weiter mit einer weiteren Konferenz. Machen wir an dieser Stelle doch lieber erst einmal ein kleines Päuschen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.